Hallo und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online, beziehungsweise halt das Trying Out davon, von der Beta. Machst du mal? Wieso? Kann ich das nicht durchsuchen? Egal. Muss ja nicht alles können hier. Ach so, leer. Jetzt auch leer. Also wie gesagt, hier gibt es jetzt hier jede Menge Kram. Und ich muss hier auf Fallen aufpassen. Naja, vor allen Dingen meine Begleitung sollte da auf Fallen aufpassen. Mir ist es relativ wumpe, weil ich sehe die Dinger. Also kann jetzt sein, dass mir jetzt hier nichts angezeigt wird, weil ich habe hier jetzt Autoloot eingeschaltet. Vielleicht wird mir deswegen hier nichts angezeigt. Von wegen hier was Lustiges hier in der Kiste drin ist. Sind viele Kisten. Geh mal, mach mal weg. Mal gerade gucken. Ja doch, also es wird hier schon irgendwie gesammelt. Und ja, man hat hier jede Menge Kram, was man dann so bekommt. Das nehmen wir, das lernen wir, das lernen wir auch schon mal. Oh, warten, warten, warten. Drüber hopsen. Bleib doch nicht da in der Falle stehen. Oh, suchen, suchen. Ich glaube, hier habe ich mich dann beim ersten Mal auch total irgendwie verfranst, weil ich hier alles gelootet habe. Könnte natürlich jetzt hier genauso passieren. Deswegen sollten wir mal gucken, dass wir da wieder zurückkommen. Irgendwie auf. Halbwegs hier auf. Zurück auf den Weg. Komm her. Okay, da ist die Leiter, da müssen wir hin. Aber hier ist noch jede Menge anderer Kram. Ist die leer, ja. Eine Urne. So, also schwimmen geht hier auch. Ich habe nur noch nicht hier ausprobiert, ob tauchen geht. Ich weiß auch noch nicht so ganz genau, wie das ist, von wegen, wer was looten kann. Nicht, dass ich jetzt hier dem da alles weggelootet habe.
das kann ich da echt nicht sagen, weil ich habe jetzt, ja, wie immer, dass ich hier mal alleine hier rumspiele. So, jetzt sollten wir aber trotzdem mal wieder zurückgehen. Moment, da war doch was, genau. Hier rum. So, da dran vorbei und dann da durch, ne? Loot! Loot! Noch mehr Loot! Über Loot! Ja, alles mitnehmen, was hier keine Miete zahlt. Okay. Und dann klettern wir mal hier hoch. The Prophet's cage should be just ahead. Quickly now, we haven't much time. Naja, Moment. Hier ist so viel. Müssen wir alles mitholen. Man weiß ja nicht, wozu man es eventuell gebrauchen kann. Ach, Alarm, ja, das ist hier. Wo der Prophet sitzt und ja, da gibt's jede Menge Urnen und Kisten. So, warte mal da, Lyris, ich komm gleich zu dir. Wir müssen hier bisschen looten. Aber mit Autoloot geht es auf jeden Fall wesentlich schneller als ohne. Bling, bling. Bling. Halt. Ja, ja, alles aufmachen, alles gucken, alles mitnehmen. So, wo kommen wir denn da hin? Achso, das ist, glaube ich, der spätere Ausgang, glaube ich. Also so grafisch gesehen ist es ja gar nicht mal so schlecht. Und ja, ich weiß halt nicht, es gibt hier in den Optionen halt einen Tab von wegen Add-ons. Ich weiß halt nicht, ob man das dann zum Beispiel genauso ja, erweitern kann, wie jetzt hier Skyrim, dass man dann tatsächlich eventuell, dass es dann noch ein paar ja, Coder gibt, die Grafik eventuell dann sogar noch weiter verbessern könnten. Mit neuen Texturen. Weiß ich halt nicht, ob das halt geht oder ob das halt auch nur ja, hier mit anderen Add-ons, wie man es jetzt hier aus WoW halt kennt, ob nur sowas dann halt möglich ist. Aber halt Add-ons gibt's. Oder sind zumindest mal vorgesehen. Ich weiß nicht, ob es schon welche gibt. Müsste man dann halt testen. Aber wie gesagt, ich werde es halt wohl nicht spielen. Zumindest mal nicht am Anfang. Denn das Ganze hat ja hier ein Abo-Modell und ja, dafür fehlt mir einfach die Zeit, um da so abomäßig jeden Monat Geld zu investieren. Bin da eher für dieses Free-to-Play-Gedöns, wie jetzt halt Guild Wars. Damit komme ich halt besser klar.
Aber man weiß ja jetzt nicht, wie lange das hier im Abo-Modell bleiben wird. Man meint ja schon irgendwie, ja, solange es hier irgendwie Abo-Modell-mäßig wäre, bringt das nicht allzu viel. Dass es halt relativ schnell Free-to-Play umgestellt wird, aber man weiß es halt nicht. Okay, dann hier, Lyris, was machen wir? The good news is we made it here in one piece. Prophet looks unharmed. Yeah. Now the bad news. It's going to be up to you to keep him safe and get him back to Tamriel. Ja. Wieso nicht? I probably should have mentioned this before, but ja. It never seemed like the right time. There's a trick to opening the cell. The only way for a prisoner to leave is for another living soul to take their place. I need to swap places with the Prophet. Da muss es doch irgendwas anderes geben. Believe me, I wish there was, but I don't see anyone else here with a beating heart, do you? If Molag Bal isn't stopped, he'll destroy everyone and everything we've ever loved. The Prophet chose you for a reason. Get him to safety. I'll be fine. Na okay, dann viel Spaß da in der Zelle und ich passe dann auf den Propheten dann auf. There are magical locking devices on either side of the cage. You need to deactivate both of them so I can begin the transfer. Once it's done, get moving. The Prophet will know where to go, but he'll need your eyes and your protection. Okay, ja. Verstehe ich, alles klar. So, da sind die Dinger anscheinend. Oh. Antatschen. Und dann da auch antatschen. So, dann sollen wir zu ihr zurück. Okay. I give myself that the Prophet might be free. Ja. Okay. Und jetzt hängt sie da drin. Alles klar. So, du Prophet. Tag. The Divines, you are safe. There is that at least. Lyra sacrificed everything that we might go free. Her sacrifice must not be in vain. Ja, können wir nicht hier noch irgendwie. I wish that were possible. But I promise you, once we escape Cold Harbor, we will find a way to rescue her together, Vestige. Vestige? That is the name I have given you. You are but a trace of your former self. Okay. A soulless one. An empty vessel that longs to be filled. It is as the scrolls foretold, but not exactly as I imagined. Ja, als hättest du irgendwelche Schriftrollen gelesen. Hat dir doch bestimmt einer vorgelesen. That is what I've come to be called. My true name is lost, even to me. Years of torment have taken their toll. Quickly now, we must make haste to the anchor. Ja, was für ein Anker? The anchors are Daedric machines of the darkest magic. Their chains bind our world and pull it towards Cold Harbor. I can use one of these anchors to return us to Tamriel, but you must lead me to it. Jo, alles klar, dann hier bitte an der Schulter anfassen und dann. Ja, also dafür, dass er blind ist? Na, Gott sei Dank haben wir hier schon alles gelootet. Beim ersten Mal habe ich den hier durch. Durch den ganzen Mist hier geführt. Müssen wir da lang? Ah, okay, da ist irgendwie. Irgendwie was zum Aufmachen. Ach Gott, hier gibt's ja noch mehr zum Looten, ne? Hey. The insects fight back. How amusing. Oh oh. And yet, so very sad. Wer bist denn du denn? Oh, Gott sei Dank, er verschwindet. Come, I will protect you. Was?
Naja, okay. Zumindest hat er mich hier mal schön hochgeheilt. Finden wir gut. Das macht aber trotzdem nichts. Du musst jetzt hier mitkommen und hier die ganze Loot-Orgie mitmachen. Wir wissen ja nicht, was hier sonst noch kreucht und fleucht. Nicht, dass wir... Nicht, dass ich dich hier nochmal brauche. Hier ist auch irgendwie... Keine Ahnung. Da ist alles schon durchsucht worden. So, stecken wir mal hier den Knüppel da weg. Ja, also wie gesagt, Sachen XP-mäßig bin ich mir echt nicht so ganz sicher, ob halt irgendwie Monster töten viel XP bringt. Ich glaube halt wirklich, das meiste bekommt man irgendwie durch... ja, hier irgendwie durch Quests. Beziehungsweise, ich weiß sowieso nicht, das ist ja hier auch ein anderes Level-System, als man es gewohnt ist. Da war ja auch... Ja, hier halt die Waffen hochlevelt, dass man da irgendwie Skillpunkte bekommt. Halt Skillpunkte fürs Leveln. Skillpunkte fürs Craften. Deswegen weiß ich halt gar nicht so ganz genau, wie das hier gehandhabt wird. Also ich denke mal, mit Grinden ist man dann höchstens nur für diese ganzen ja, Waffenskillpunkte und Rüstungsskillpunkte irgendwie, dass man da irgendwie was machen kann. Aber so leveltechnisch glaube ich fast gar nicht. Aber wie gesagt, ich habe mich auch nicht so wirklich mit dem Spiel hier auseinandergesetzt. Weil es für mich halt momentan nicht in Frage kommt. Weil ansonsten würde ich mich da schon ein bisschen mehr dahinter setzen, um halt Sachen rauszufinden, wie man da am geschicktesten irgendwas halt hier macht. Und ja, außer letzte Beta, oder beziehungsweise halt vorletzte Beta... War ja so nix. Okay, ich denke mal, wir haben hier unsere Runde gedreht. Dann müssen wir... Achso, muss ich mit dir quatschen? The Dark Anchor's portal is high above us. Mhm. I will prepare a spell to lift us to it. But first you must reattune yourself to Nern in order to regain your physical form. To do this, you will need a sky shard. What? A shard of ethereal magicka that carries the essence of Nern. Some linked into Lorcan, the missing god of creation. If you collect and absorb its power, it should restore your corporeal form. I will summon one of these shards for you to absorb. Ja, okay, dann mach mal. Collect Sky Shard, also du. Shard of Aetherius, fall upon us now and anoint us with your blessing. Uh-huh. There, quickly. Collect the Sky Shard. Ja, ja, mach ja. Ich hetz mich nicht immer so. So. Scattered across for every three Sky Shards you collect, your character will gain an extra skill point. Ah, ja, okay, muss ich drei Stück. It is time. If we are to return to our own realm, we must act quickly. Naja, was muss ich machen? First, you must activate the anchor. Uh-huh. I can sense the dark energy emanating from two devices on either side of me. Schon wieder? Activate both devices. I will begin the ritual that will pry open the jaws of oblivion and allow us to escape.
There is no way to know for sure. Das ist super. In fact, it's extremely unlikely we will both arrive at the same location. Ja. Fear not, I will find you again when the time is right. Now go, activate the devices. Ja, ja. Machen wir, hier ist eins. An. Also da hättest du jetzt auch gerade selber hingehen können. Great Akatosh, dragon god of time, your children are lost in the fog between worlds. They cry out for mercy. Hear my voice, Akatosh. I require your strength. Ja, hat einer hier Stargate aktiviert. Let the way be opened. Let these wandering souls return home. Let the will of Moloch Baal be denied. Ja. Hurry, we must go now. Okay, dann. Okay, und damit kommen wir dann in die Startregion. Also jetzt hier als Nord sind wir hier. Deswegen beim letzten Mal war ich dann irgendwie auf so einer Insel oder sonst irgendwie was, was es darstellen sollte. Ich glaube, das ist dann jetzt rassenspezifisch. Wobei, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, oder ob es zugehörigkeitsabhängig ist. Okay. Sieht auf jeden Fall mal besser aus als beim letzten Mal. Beim letzten Mal bin ich auf irgendeinem Schiff aufgewacht. As I feared, we arrived in different locations. Ja, ja, war ja klar. I am in a place with the smell of burning ash on a hot wind and the sounds of a distant battle. It matters not. You have awakened once again, and we must set you on your path. Mm-hmm. Yeah. The voyage between worlds was both chaotic and violent. It deposited us in Tamriel, but some distance apart, and quite unceremoniously upon our heads. I lost consciousness myself for a time. Mm-hmm. Yeah, was soll machen? For the time being, your journey must continue without me. Well, klar. Explore this new place and learn what you can. Expose the agents of Moloch Baal, wherever you find them, for their means are perfidious and their scheming ever present. Ja, wann sehen wir uns wieder? I cannot foresee that, not yet. But we will meet again. There is still much we need to accomplish. Mhm, ja, okay. Remember, the agents of Moloch Baal. Tread careful. Weißt du ungefähr, wo ich denn hier bin? You washed up on the shore of a frigid island. Ist doch schon. Coast of Skyrim. Ah ja. I watched over you for a time after one of the locals brought you here. They seem a friendly enough sort. They follow instruction from a woman named Rana. Mhm. Speak with Rana, find out where you are and what troubles this island. When I have found a safe haven, I will contact you here. Until then, be safe. Ja, ja, dann bis dann. Ja, also im Prinzip ist es genau dasselbe bis jetzt wie auch bei dem anderen Charakter. Da wurde ich halt nur halt auf einer, wie gesagt, auf einem Piratenschiff irgendwie wach und musste dann mit der Kapitänin reden. Und ja. Hier bin ich dann in Skyrim und guck mich mal gerade hier noch um. Dann quassel ich mit dir. Und ja. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge, denke ich. Also bis dann.